Ja, ich glaube, dass Veranstaltungen wie diese dazu dienen, dass die Diskussion in Gang kommt über unser Gesundheitssystem, über Prävention, über die Möglichkeiten zu sprechen und zu diskutieren. Der Mediziner spricht leider Gottes meistens eine andere Sprache als der Gesundheitsökonome und alle zusammen eine ganz andere Sprache, als die der Gesundheitspolitiker versteht. Vielleicht dann noch ein Punkt, den Sie angesprochen hatten, bezüglich betriebliche Gesundheitsvorsorge. Immerhin gut, dass es das gibt. Was ich so sehe, wie das umgesetzt wird, ist das nicht immer zwingend wirklich die Gesundheitsförderung. Bei uns heißt das immer Krankenversicherung. Es spricht ja niemand von einer Gesundheitsvorsorgeversicherung. Also bei uns heißt das Krankenversicherung und Krankenzusatzversicherung. Wir wollen ja krank werden. Und bei den Unternehmern, für einen Unternehmer ist, der Unternehmer beginnt zu denken, wenn der Mitarbeiter krank ist. Dann, was muss ich jetzt tun? Wie lang fällt er aus? Fällt er für immer aus? Brauche ich einen neuen? Und dort muss man beim Umdenken ansetzen. Warum erst denken, wenn ein Mitarbeiter krank ist? Warum beginne ich nicht zwei Stufen früher und mache eine Gesundheitsvorsorge, damit meine guten Mitarbeiter gar nicht krank werden? Das größte Problem in Österreich im Gesundheitswesen ist die Tatsache, dass wir eigentlich in Österreich 9 Gesundheitssysteme haben. Wir haben 9 Bundesländer, damit haben wir 9 Gesundheitssysteme. Der größte Teil in unserem Gesundheitssystem ist der Krankenanstaltensektor. Für diesen Krankenanstaltensektor sind die Bundesländer zuständig. Für das allgemeine Gesundheitssystem ist der Staat, also der Bund Österreich, zuständig. Das heißt, wir haben hier schon mal eine komplette Diversifizierung zwischen Bund und Ländern, was sich auch in unserer Bundesverfassung widerspiegelt. Das zweite große Problem ist die Finanzierung, der Financial Part. Wir haben allein in Österreich 3000 Finanzierungsströme im Gesundheitswesen, wo also das Geld von einer Richtung in die andere Richtung fließt und kaum jemand weiß, wie diese Ströme aussehen. Dazu kommt die Tatsache, wie ich auch zuvor schon bei der Diskussion sagte, dass das Geld in Österreich falsch verteilt ist. Das heißt, dieses Prinzip Geld folgt Leistung gibt es eigentlich nicht wirklich oder nur in geringem Ausmaß. Das bedeutet, wir haben also nicht zu wenig Geld, es ist einfach nur falsch verteilt in Österreich. Das sind so die zwei großen Probleme, die wir derzeit haben. Und die Wellness-Geschichten oder die Vorsorgeuntersuchungen, die von Privatversicherungen angeboten werden, die weit über die staatlichen hinausgehen, das macht der Privatversicherer nicht, weil er so ein Menschenfreund ist, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Wenn jemand 2 Jahre später, weil er eben intensiver und bewusster gelebt hat vorher, aufgrund der Vorsorgeuntersuchungen, wenn er 2 Jahre später das erste Mal einen längeren Krankenhausaufenthalt hat, dann zahlt sich das für den Privatversicherer, hat sich das 100-mal gerechnet.